to play the game. Hallo Leute, ich bin Arnulf und willkommen zu einer weiteren Folge von Down auf Zombies oder einfach Dots. Ja Leute, was machen wir heute? Heute machen wir, Hauptquest weiter. Also die Hauptquest ist unten. Ihr seht da unten. Wir werden dorthin uns begeben. Das andere Quest können wir noch nicht machen. Der Grund ist folgender Leute, da braucht glaube ich Bretter, ja, und das können wir noch nicht machen, weil ich das Ganze unten haben möchte, ja, hier unten. Dann es gab ein Update, da gab's irgendwie haben die das mit dem Tisch, Werkbanktisch anders gemacht, also anders gelöst und auf jeden Fall, das kann ich jetzt so wörtlich euch nicht sagen, aber das, ich kann das sogar machen, also machen wir diese beide Quests. Also wir stellen erstmal Waschbecken her, hergestellt, super. So, was noch, Leute? Folgendes, baue ein Waschbecken auf, ja. Ich will ihn hier haben. Also der Waschbecken soll hier haben. Da will ich ihn hin haben. So machen wir. Folgendes Leute. Wir machen dann das zweite Quest gleich mal auch. Weil, also begib dich zu Lager des Geier. Da möchte ich auch hin. Nur ich muss mal erstmal gucken mit den Waffen. Denn das Lager des Geier ist ziemlich hart. Also ich würde ungern jetzt Pistolen dafür verwenden, aber ich würde gerne auch ja irgendwie aufgerüstet sein, ne? Und diese Waffen, ja, die Waffen nehme ich mit. So, begib dich zum Geier. Ja, machen wir jetzt. So, wir gehen jetzt zur Lager des Geier. Ich weiß nur, dass das ziemlich hart sein kann. Dass da ziemlich Banditen lauern. Lager des Geier ist hier. Ja, also hier. Da sind jede Menge Banditen. Ich hoffe, wir schaffen das. Waschbecken nutzen, das machen wir, nachdem wir den Geier in der Allerwertesten gedreht haben. Lager des Geier. Mittag. Wölkig. So, Durchsuche des Banditen zählt im Lager. Machen wir. Mache ich sogar gerne, wenn sie da was Schönes haben. So. Da ist der Zelt, den durchsuchen wir natürlich. Da kommt der kleine angerannt. Jul geht zu dem Zelt in der Nähe und bleibt stehen. Er scheint zu schlafen. Räder in Staub. Ich kann die Jäger sehen. Ich kann hören, wie sie das Kind rufen. Der schwarze Stein sagt ihnen, dass sie das Kind finden sollen. Ich kann das Blut spüren. Sie schneiden Fleisch, zerteilen den Körper. Sie nagen an den Knochen. Sie wissen, wo sie dich finden. Sie töten alle, brennen die Häuser nieder. Vergiften die Erde. Sie bringen das Kind zum Obelisken. Lass nicht zu, dass sie das Kind mitnehmen. Töte sie zuerst, sonst werden sie Feuer regen lassen. Ja, töte sie zuerst. Ja, auf das Feuer. Juli kommt wieder zu sich. Er ist wach.
Was ist passiert? Wie bin ich? Ein Traum. Das war ein Traum. Ich weiß, wo die Banditen sind und ihr Autos. Ich kann dich hinbringen. Los. Warte, Juli. Ich will nur hier mal kurz und so. Ja. Darauf freue ich mich nicht, um ehrlich zu sein. Weil ich muss sagen, Leute, dieser ganze Feuer und so, da brauche ich wirklich erstmal so richtig Schusswaffen. Weil. Sprich mit Juli. Ja, wo ist der jetzt? Mann, wo ist der Kleine jetzt da? Oh ja. Hugo ist gefolgt. Hier sind die Banditen. Aber mit dem Boss, mit dem Feuer und so, das wird später passieren. Erstmal alle Banditen hier niedermetzen. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Prügel sie alle. Töte sie alle. Hör auf, in mich hereinzuballern, du blöder Arsch. Du kriegst auch eins. Hier, hier. Alle werden getötet hier und da und hier und hin und auf die Fresse und jawohl. Da kommt noch einer. Ah, du kriegst auch. Nicht so schüchtern. Kommt alle her. Nicht so schüchtern sein, Jungs. Nicht so schüchtern. Ich werde euch einfach alle töten. So, jetzt du auch. Ey, jemand hat mir die Hosen zerrissen. So. Und? Oh, shit. Leute, wir haben ein kleines Problemchen. Denn, genau. Oh. Denn dieser Riesenbaby und ich habe nichts außer dem Messer. So, ich hoffe, ich kann mich heilen. Yeah! Piep die dreimal. Bitte melden, ist alles in Ordnung? Hat Juli mit Banditen recht? Ist er ein Schlafwandler? Oh je, ich dachte, dass er von Anfällen geplagt wird. Du hast die Geschichte schon mal gehört. Sherp hat mir davon erzählt. Von den Kindern, die schlafwandeln, während sie prophetische Träume haben. Also, ja. Okay, wir können später plaudern. Komm nach Hause. Ja, warte. Kurz. Hier und so. Hier muss ich nur ein paar Sachen sammeln. Die Arsche haben mir meine Hose zerrissen. Jetzt laufe ich ohne. Oh ja, der Hammer ist toll. Der Hammer ist einfach nur geiler. Lesen. Das könnt ihr lesen. Hier. Bitte. Bitteschön. Das könnt ihr alles lesen und so. Ne, also. Wie mache ich das am besten? So, einfach pausieren und lesen. In PDA speichern. Ja, mache ich gleich. Moment. So. In PDA gespeichert. Platz hier geräumt. Was brauche ich noch? Eigentlich. Kann ich. Nee, das brauche ich eigentlich auch später. Jetzt ist die Frage, so, das nehme ich auf, weil hier gibt es eigentlich ziemlich viele Sachen, ziemlich viele tolle Sachen. Ihr seht, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss nach Hause, wohl oder übel, weil hier gibt es wirklich jede Menge von geilem Zeug. Mist. Essen, essen.
Boah, wie ich das hasse, wenn der Platz ausgeht, ne? Zum Beispiel, das brauche ich sowieso. Also da muss ich mal gucken. Da muss ich wirklich. Also das schmeiße ich einfach weg. Weil die Drähte brauche ich wirklich. Also hier. Diese hier. Nehmen. So. Hier gibt es so viele Dinge. Hui. Oh yeah, Leute. Also da werde ich ja total bekloppt. So, dann das esse ich noch. Weil das Fahrradteil, ja, Fahrradteil nehme ich mit. Ich habe gesagt Fahrradteil. Weil ich brauche alles. Ich brauche einfach alles, das schmeiße ich weg. Oh Gott. Echt jetzt, Leute. Ihr macht mich absolut irre. Okay. Moment. Meine Hosen sind zerrissen. Das Geld nehme ich mit. Lumpen nehme ich mit. So, was gibt's noch? Aua, das tut doch weh. Das kann ich nicht mehr mitnehmen, leider. Aua, das tut doch weh. Muss jetzt gucken, was ich wegschmeiße. Ich schmeiße das hier weg. Und das esse ich. Dann schmeiße ich weg. So. Right. Jetzt können wir das Ganze alles. Ah. Genau das, was ich brauche, kann ich nicht mitnehmen. Ne? Ihr seid doch. Was soll ich jetzt machen? Ich schmeiße das Gras weg. Dann gibt es heute Abend nichts zum Rauchen. Ist mir auch egal. Muss mir ohne da einschlafen. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Aua, das tut doch weh, du Sau. Ja, wo ist der Junge? Ist der schon zurückgegangen? Okay, wir gehen nach Hause. Wir müssen mal duschen. Ja, also als Aufgabe. Nutzen Waschbecken. Machen wir doch sehr gerne. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Loch, sprinten, sprinten, Junge, sprinten. Schneller sprinten. So, ob dein Arsch in Feuer stand. So musst du sprinten. So, wir werden jetzt duschen. Ja, aber ein Fahrradteil ist gut. Ja, ihr seid super. Mann, das ist nervig. Bitte, sag uns, wie gut wir sind. Ihr seid Kacke. So, waschen. Ich will mich waschen. Yeah. So, hier ein Gesicht. Die Achseln nicht vergessen. Füße nicht vergessen. Oh, du Arsch. Du hast unter Achseln vergessen. Du stinkst da. So, jetzt gucken. Nägeln. Ja, rein da. Rein da. Genau. Sammeln wir auch. Bretter werden wir auch noch irgendwann mal machen. Schrauben braucht er nicht. Aber wir haben es fast fertig. So, ein Fahrrad. Wie sieht mit meinem Fahrrad aus? Ja, die Teile sind zwar, man kann sie zwar finden und so, sind alles schon und gut, aber das ist leider so, dass man nicht immer die Teile findet. Aber dafür habe ich. Ich habe hier eine Kiste, ein Messer, einen Bogen, das spare ich auf. Oh nee.
Nicht wahr, Leute. Nicht wahr. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ja, ich habe mich gerade gewaschen. Ja, und jetzt kommt ihr und wollt mich verarschen. So, komm nie wieder her. So, ich muss sagen, Leute, es wird zwei Probleme geben. Erster Problem ist unten. Da wartet uns ein Gegner. Ja, sagen wir so, ich habe eine Hose. Ich ziehe sie an, also in Unterhosen rumzulaufen, na, ist nicht so schön. Ja, sagen wir so. So weich ausgedrückt ist nicht schön, ne? Also, und vor einer Frau schon gar nicht. Ja, also, denkt nicht mal dran. Besonders vor einer Frau, die ihr nicht kennt. Ah, dann sagen sie ja. Nita, was denkst du darüber? Gut, dass du hier bist. Ja, ich habe dich aber was gefragt, was du darüber denkst, wenn ich in Unterhose vor dir rumlaufe. Außerdem gibt es hier ein Kleinkind. Ja, und du sagst mir, ja, das ist gut. Ne? Also, das ist schon sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Gut, aber jetzt zurück. Gut, dass du hier bist. Wir haben mir Sorgen gemacht. Ja? Oh, das ist aber süß. Das ist niedlich. Die Kannibalen sind tot. Und die Zuflucht ist sicher. Vorerst. Unsere Juli ist kein gewöhnliches Kind. Ja, das stimmt. Ist das ein Glücksfall? Das werden wir wohl schon bald herausfinden. Glücksfall. Ja, ich befürchte das auch. In der Zwischenzeit sollten wir uns noch um die Sachen kümmern. Ich habe es dir noch nicht gesagt, aber unsere Funkanlage ist ziemlich wertvoll. Das stimmt, das stimmt. Da können wir telefonieren und so, ja. Also, ja, Handys und so sind jetzt schon nicht mehr da. Wir haben aber ein veraltetes Handy, ja, Smartphone sozusagen. Sie nennt sich ACOM. Das steht für Artefakt Kommunikationsnikator. Sherp hat eine Weile gebraucht, um das zu kapieren. Aha. Alright. In der Theorien wird man schon für die Dose Fleisch Territorien, so rum. Ich habe schon mir gedacht, in Theorien wird man für eine Dose Fleisch, nee, in Territorien wird man schon für eine Dose Fleisch umgebracht. Deswegen geschweigere, denn für eine Funkanlage, die Plünderer kommen wieder. Früher oder später. Das stimmt. Aber ich werde bewaffnet sein. Wir bringen die Funkanlage lieber in den Keller. Ich habe den Schlüssel. Ja, in einem alten Auto in der Nähe versteckt. Kannst du ihn holen? Ja, und jetzt kommt's, Leute. Das ist Kacke. Das machen wir aber nächstes Mal, ne? Was denn? Du willst doch wohl nicht etwas, das ich unter die Fußmatte lege, oder? Cool. Ja, okay, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Warte, ich muss hier und so. Ne, also. Was zum Teufel? Ich stecke fest, Leute. Da, Schlüssel. Hier, alte Auto. Da, hier. Hier ist ein alter Auto. Och, nee. Leutchen. Oh. Kommen Wölfe rein. Hallo Wölf. Gib mir dein Fleisch. Oh. Das hat gesessen, Leute. So, wir haben einen Schlüssel. Halleluja. Und wir haben einen Wolf, der Fleisch und Leder gebracht hat. Das ist doch wundervoll. Aber ich will diesen Hammer hier nicht verbrauchen. Deswegen werde ich jetzt erstmal den in der Kiste irgendwo legen. Ich habe auch keine Lust, jetzt dahin zu gehen. Denn da ist gefährlich.
Geh in den Keller. Nee. Nee, 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 da werdet ihr mir mit 1000. Was? Warte, warte, warte. Warte. Gegner ist da. Gegner ist da. Wo? Wo sind Gegner? Da hat doch gesagt. Ach, was soll das? Die haben mich verarscht, die Leute. Die haben mich verarscht. Die haben gesagt, dass sie in meine Base irgendwo Gegner eingedrungen sind. Das sind aber keine. So, wir brauchen ein bisschen Fleisch. Wir werden jetzt Folgendes, Leute. Ich glaube, dafür nehme ich jetzt Pistole. Da geht's schneller. Wobei die Schusswaffen würde ich ungern verwenden. Aber ohne wird uns der Gegner, der da unten ist, einfach den Arsch aufreißen. Aber wie, Leute, dann? Das wird nicht schön sein. Es wird absolut nicht schön sein. Deswegen, what the fuck? Also, das sind drei unterschiedliche, okay. Alright. So, ich bin gut bewaffnet. Kleine Pistole. Kleine Pistolen, gehen wir runter und dann machen wir mal Schluss da. Genau. Der ist ganz schön frech, der Junge. So. Da ging aber schnell. So, das nehmen wir alles mit. So, Leute, hier gab es noch einen Tisch. Und zwar, der wurde jetzt mit dem Upgrade geändert, verändert. Alles, was ihr bis hier gemacht habt, wurde in Gold umgewandelt. Das heißt, Leute, die haben es irgendwie so gemacht, dass es entweder anders jetzt geplant zum Bauen ist, also wir schauen mal, oder die haben einfach das Ganze weggemacht und haben nur einen Tisch gemacht. Ja, also ich glaube eher so. Weil ich habe da gelesen, mit dem Update haben die da was verändert. Das heißt zum Beispiel, dieser Tisch hier, ihr seht hier, das jetzt viel leichter zu machen ist. Ja, also viel leichter herzustellen. Und deswegen, Leute, es ist ziemlich cool. Ja, also ziemlich cool. Das lesen wir mal. Bevor wir jetzt Schluss machen, also das könnt ihr dann mal pausieren. Zwölf null acht vor eins. So, Leutchen. So, Leute, ich mach Schluss für heute. Ich gucke noch hier. Ja, okay. Hier. Okay. Und natürlich Kühlschrank. Aber okay. So, jetzt mache ich mal Schluss für heute und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Eure Lonwolf, haut rein. Ciao.